So, dann craften wir weitere Minen in Minecraft. Was wollen wir denn in dem Part machen? Genau, wir wollten ja den Spinnspawn ein bisschen bearbeiten. Aber zuerst möchte ich, ja, passt eigentlich, ne? Wir müssen uns erst einmal noch ein paar Sachen mitnehmen, damit es auch alles vorschriftsgemäß funktioniert, ne? So, Pfeile haben wir. Nein! Nicht lagern. So, haben wir ein paar Werkzeuge, Werkzeuge, Werkzeuge. Ich muss mich noch daran gewöhnen, an das ganze Zeug, was gelagert wird. Ah, das sieht gar nicht so schlecht aus mit den Ranken da. Ich glaube, da mache ich jetzt mal eine Schere. Hol mir jetzt schnell eine Schere. Und tu ein bisschen was abernten, damit wir es gleich wieder duplizieren können. So, weil die Ranken, die wachsen, während sie da an den Wänden hängen. So. Okay, nehmen wir jetzt mal, ja, nehmen wir ein paar bisschen Holz mit und ein paar Cobblestones oder ein bisschen Eisen. Geht eigentlich auch. So, Holz, wo haben wir das Holz gelagert? Holz, Sandstein, Steine, Dungeon, Fressen. Ja, Fressen nehmen wir auch noch mit. Ein paar Suppen für zwischendurch. Naturzeugs. Wo haben wir denn das Holz gelagert? Holz? Ist es hier? Ja. Und es ist hier, ist leer. Toll. Müssen wir jetzt Holz sammeln gehen, oder wie? Seufz. Ja, Stickies müssten auch reichen. Eigentlich will schon ein bisschen Holz dabei haben. Wo ist unsere Axt? Axt, Axt, Axt. So, morgen kommt übrigens ein neues Update raus, deswegen wird wahrscheinlich der morgige Part wieder kein Texture Pack drin haben. So, wie spät ist es denn? Na komm, es ist Tag. Suchen wir gleich danach. Nach unserem Spinnen-Spawner. So, nehmen wir ein paar Ranken mit, wenn wir schon hier sind. Nein, ich muss mich. Jetzt baue ich es mit dem Bogen ab. Toll. Okay. Wir sollten uns aber nicht allzu wir sollten uns nicht allzu viel Zeit lassen, weil es wird gleich Nacht. Schwimmen! So, hier sind ein paar Fackeln. Hier ist unsere Cobblestone-Farmstelle. Die müsste dahinter sein, hinter diesem Berg. Haben wir ja gut markiert mit Fackeln. Ah, hier könnte man auch Cobblestones farmen. Aber es sieht auch nicht so schlecht aus hier. Hier ist wieder der Tundra-Biom. Und die Stelle kommt mir bekannt vor. Hier ungefähr muss der Ort sein. Vielleicht? Ne, hier geht's in die Höhle rein. Na, hoffentlich findet man den Ort, das wäre jetzt total ungeil. Ach, schöne Aussicht hier oben. Hier könnte man auch ein Haus bauen. Ich glaube, den markiere ich einfach mal. Aber jetzt ist die Frage, wo ist unser Punkt? Hier hinten vielleicht? Ah ja, hier ist er, genau. Ah ja, hier geht's rein. Hier ist unsere Fallgrube oder Falltür, was auch immer. Und hier geht's in die Höhle rein. Und hier ist der Spinnendungeon. Da ist eine Spinne gespawnt. Hä? Oder auch nicht. Gut, wie wollen wir denn anfangen? Also zuerst fange ich, schalte ich mal auf Easy, auf Peaceful, weil ich beim Baum ungern überrascht werden möchte. Nein! Oh, ich dachte schon, ich falle hier irgendwo rein. Okay, bauen wir zuerst mal die ganzen Cobblestones weg. Dun,
Dum 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 dum. Die Musik ist aus Pokémon Rubin, Smaragd und Saphir. So, jetzt sind hier lang. Ach, hier ist irgendwo, keine Ahnung, irgendein Punkt. Was weiß ich. Spinnen-Spawner! So, die Frage, wollen wir daraus eine Monsterfalle bauen? Ich hätte da an eine Kaputtklopffalle gedacht. Also halt eine Falle, wo man die Monster halt töten muss mit der Hand oder mit einem Schwert. Und dadurch kriegen wir auch gleichzeitig Erfahrungspunkte für verzauberte Waffen und so. Und ja, oh, hier haben wir noch einen Mossdown. Das war wahrscheinlich der... Ist mir mein Minecraft wieder abgestürzt. Scheiß Media Player. Ja, mach mal einfach mal weiter, was soll's. Und wenn es dann abstürzt, bin ich sehr, sehr wütend. Also mich stören diese Löcher hier total. Komm, schließen wir sie einfach mal. So. Verdammt! Verdammt! Unsere Spielzeit ist K.O. Machen wir uns schnell eine neue. Das Ding ist jetzt hier. 1-2, 1-2. 1-2, 1-2, 1-2. Und Eisenspitzhacken. Ist da noch was im Ofen? Nee, schade. Warum nehmen wir mal die ganzen Cobblestones hier mit? Dem Spinnspawn nehmen wir das auch ganz ganze Zeug mit. Hier vielleicht noch ein bisschen. So. Lauter natürliche Cobblestones. Ist doch schön. Endlich mal ein paar Cobblestones, die wir nicht platziert haben. Ah, Skyrim schon wieder. Die Musik ist cool. Die gute Skyrim-Musik gibt eine richtig schöne Atmosphäre in Skyrim. Und hier auch jetzt in Minecraft. Aber ich finde die Skyrim-Musik langsam ein bisschen nervig, weil ich schon so viel Skyrim gezockt habe, dass ich die Musik schon auswendig kenne. Ist auch das gleiche bei Oblivion. Die Oblivion-Musik kenne ich auch schon in- und auswendig, weil ich Oblivion auch schon stundenlang immer gezockt habe. Nee, wenn jetzt sogar Tage lang. Jetzt haben wir es ja gleich. Und zwar möchte ich eine ganz einfache Falle machen. Und zwar soll es einfach hier so ein Wasserfluss nach unten werden. Der sich dann zusammenführt mit einer Klopfstelle. Ähnlich wie meine Zombie-Falle in meiner Let's Show-Welt. Könnt ihr ja anschauen. Das müsste Let's Show Part 2, glaube ich, sein. Part 2 und 3, glaube ich. 2, 3 oder 2, 2, keine Ahnung. Müsste mal schauen. Auf jeden Fall ist es Part 2. Oder vielleicht auch nicht. Ja, ich bin schon so einer Let's Play. Ich kenne meine eigenen Parts nicht. Fail. Oh. Da haben wir ein Schild noch gehabt. Wo stand dran? Okay, ja, fangen wir mal an. Bauen wir es hier mal ein bisschen in die Tiefe. Und falls sich jetzt irgendeiner beschwert, dass ich jetzt die ganze Zeit auf Peaceful zocken werde, ist es mir egal. Gibt's mir halt einen Daumen runter, ist mir völlig vain. So. Was quatsch ich denn jetzt die ganze Zeit? Keine Ahnung, wir fangen keine Team ein, ne? Und wenn ich Themen anfangen will, dann rede ich meistens nur über mich selber. Und ich glaube, das ist auch nicht so spannend, wenn ihr ständig Themen wollt, wo ich über mich selber rede. Das wäre auch nicht so besonders.
Ich denke gerade über ein Thema nach, ne? Deswegen bin ich jetzt gerade so schweigsam. Ne, Spinnenspawner. So, wie bauen wir das denn jetzt? Ich nehme einen Wassereimer mit. Scheiße. Wir haben den zu Hause vergessen. Na, egal. Hol, mache ich mir einfach mal einen. Wir haben zwar, heißt es hier zwar Mangelware bei uns, aber ist ja jetzt auch egal. So, da es peaceful ist, muss ich hier jetzt nicht befürchten, dass ein Monster auftaucht. Außer ein Evil Chicken, wie Gronk auch immer sagen würde. So, hier ein bisschen Wasser. Und jetzt brauchen wir erstmal eine unendliche Wasserquelle. Das können wir uns ganz leicht machen. Ich glaube, die baue ich hier hin. Auf die Schnelle. Oh ne, die passt nicht so ganz. Hier mache ich es mal. Ja, hier ein Cobblestone hin. Zack, zack, zack. Und wir das Wasser hier hinschütten. Und holen uns noch ein bisschen Wasser. Das Wasser hat die Kälte überlebt und ist nicht eingefroren. Respekt. Ne, Hühnchen. Beobachtest du mich? Na komm her. Fallverschwender, ich weiß, aber egal. So, das bauen wir jetzt mal hier hin. Und jetzt haben wir endlich Wasser. Das möchte ich allerdings... Ja, das können wir eigentlich jetzt auch anbringen. Zack. Zack, 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 zack. Wobei, machen wir es mal so. Zack, 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 zack. Höhlengeräusch. Zack, 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 zack. Und schon wieder Skyrim-Musik. So, ich habe ein bisschen zu viel Skyrim- und Imperium-Musik drin. Wollte ich eigentlich nur einbauen in die Playlist, aber... Das wäre dann ein bisschen langweilig, ständig gleich Musik in den LP zu hören. Ich brauche mehr Musik, deswegen habe ich ein bisschen noch Pokémon reingemacht, aber die ist anscheinend ein bisschen verbuggt. Das heißt, die muss ich auch mal wieder runterlöschen. Ich glaube, dann lade ich mir einfach mal... Ich bin auch eben die ganze Zeit am Überleben, am Überlegen, ob ich die Playlist von Gronk nehmen soll. Die gibt es hier auf YouTube, wenn man danach sucht. Aber dann wird es wieder ein Gronk-Fake-Let's Play. Das ist auch nicht so, was ich machen möchte. Ich will meine eigene Playlist erstellen. Für mein Let's Play und nicht einfach die von Gronk nehmen. Ich glaube, da muss ich mir einen Tag mal die Zeit lang nehmen. Und um eine Playlist zu erstellen. So, das Wasser hätten wir. Ja, es läuft jetzt nicht so ganz synchron, weil hier noch dieser Block da ist. Läuft es jetzt so, wie ich es möchte? Ja, ne? Ja, passt sehr schön. Gut, diesen Ort. Das werde ich hier schließen. Vielleicht mache ich da noch ein Fenster hin. Jetzt muss ich es so bauen, dass das Wasser dann stillsteht und nicht mehr weiterfließt. Ungefähr an dem Punkt, ja genau. Hier erstmal alles mitnehmen. Zack, 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 zack. Ein bisschen Licht natürlich noch. Und ja, die Spinnen können hier zwar immer noch durch, aber nicht, wenn ich, Moment, muss ich mir was einfallen lassen. Ich glaube, ich mache es mal so. Ah, erstmal brauchen wir hier mehr Platz. Also, mehr Platz. Platzfatz, baute Kevin. Mehr Platz. Dun, 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 dun. Wiesenflurmusik. Okay.
Ah, wir haben Eisen gefunden. Yay! Yeah. Weil die Spinnen, die können ja nur durch zwei Blöcke breit durch. Das soll ich vielleicht hier drauf bauen, aber dann wird das Wasser ein bisschen unsynchron. Toll, das passt eigentlich. Ich glaube, das mag ich so. Dann machen wir das hier weg. Den Weg nach oben. Und noch mehr Eisen gefunden. Yay! Eisen. Ach, Siegestraße aus Black and White. Und der Warnwerk ist dann in meinem Schwarz und Weiß Let's Play. Oder Schwarz Let's Play. So, hier möchte ich Glas hinbauen. Erst möchte ich es schließen, weil sonst kommen die Spinnen von oben und überraschen uns. Oder soll ich gleich riskieren? Ja, da muss ich mich aber einbarrikadieren, weil ich so eine Pussy bin. Ja. So, dann testen wir es einfach mal, die Falle. Hoffentlich spawnt da was. Warten. Na komm schon, lass da was spawnen. Da kommt schon die erste Spinne. Und unsere. Und funktioniert sie? Ja, die klettert hier immer da drauf. Aber vom Killen geht's eigentlich. Ja, ich glaube, da muss ich dann. Das muss ich dann doch anders bauen. Schaut mal wieder auf peaceful. Oder friedlich auf Deutsch gesagt. Dann baue ich es vielleicht doch so. Ah, Ondula. Schöne Grüße von Champion Cynthia. Zack, zack. Vielleicht ist es so besser. Ich probiere es mal nochmal. Nein, es leckt schon wieder. Hat sich zum Glück wieder gefangen. Ich muss erwarten. Spinne, spawn endlich. Ich habe einen Faden von deinen Mitspinnen ergattert. Und da kommt schon die erste, sie ist mitläufig. Und es leckt auf einmal so sehr. Ja, das scheint zu funktionieren. Ja, funktioniert wunderbar. Perfekt. Gut, dann mache ich jetzt mal wieder ein. Mache ich wieder einen Weg nach oben. Und dann werde ich hier Glas hinbauen. Und wieder auf Easy schalten. Also, zuerst muss ich den Ofen da wegmachen. Und diesen Crafting Table. So, jetzt müssen wir Glas holen. Das haben wir gerade nicht. Das liegt bei uns zu Hause. Lagen wir einfach mal das ganze Zeug hier rein und latschen schnell heim und holen sie schnell nach Hause. Geht's hier, glaube ich, lang. Nein, Pfeil versehentlich geschossen ins Knie. Gork, gork. So, jetzt ist uns, wo wir unser Haus gebaut haben.
Und da ist das Meer. Strandparty. Mit Cynthia aus Pokémon. Schwarz und Weiß. Ach, die Musik passt hier gerade so schön. Ach nee, nicht Lavandier. Weg damit. So. Und mein Magen knurrt schon wieder. Immer beim Let's Play knurrt mein Magen. Komische Sache. Irgendwie muss ich immer bei Saphir Rubins Markmusik singen. Ja, aber warum? Irgendwo muss ich da singen, weil die Musik so cool ist. So, jetzt holen wir mal schnell das Glas. Das Glas ist hier drin. Glasscheibe. Wir haben auch noch normales Glas gehabt. Scheint wahrscheinlich oben zu sein. Oder in unserer... Wir haben noch mehr Glas gehabt. Wir haben auch noch diese drei Dinger da gehabt. Und da ist es. Okay. Dann geht's wieder zurück. Zur Falle. Hätte ich eigentlich offscreen machen können. Egal. Jump, 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 jump. Jetzt unsere Monsterfalle, ich hab den Ort schon wieder vergessen. Und da ist eine Kuh, was schaust du mich so an? Schau mich nicht so an, du machst mir Angst. Was schaust du so? Hä, was schaust du so? Blöde Kuh. Oh ne, schon wieder buggy Musik. Ich hab die Musik, muss ich endlich mal löschen. Also im nächsten Part werde ich versuchen, eine andere Playlist zu machen. So, wo ist denn jetzt unsere Falle? Hier ist er genau, da ist dieser eingefrorene See. Und hier ist die Stelle, wo wir unser Wasser geholt haben. Genau, da ist er. Und schließen, Falltür schließen. Egal. Nun gut, ich möchte, dass das Ganze ein bisschen gut aussieht. Deswegen erstmal die Erde hier weg. Dann ist sie auch noch weg. Jetzt fließt zwar das Wasser hier rein, aber ist egal. Schließen wir es einfach wieder. So. Zack, 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 zack. Das hier kommt weg. Und dann wird das Glas jetzt langsam platziert, aber zuvor müssen wir uns erstmal craften, also Glasscheiben craften. Zack, 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 zack. Okay, 64 haben wir jetzt. Ja, jetzt sogar mehr. Ja, es sind doch nur 64. Hä? Achso. Falsches Deck. Dum, 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 dum. Achso, da fehlt ein Block, deswegen. So, jetzt passt's. Soll ich wieder auf Easy schalten? Ne, wir bauen uns noch schnell fertig. Liebe Hater, dann stelle ich wieder auf Easy um. Dam, dam, dam. So. Hier so noch. Wie lange nehme ich eigentlich auf? Ich habe da immer so einen schlechten Einblick, wie lange ich aufnehme. So, hier noch und hier noch. Hä? Sehr merkwürdig. Jetzt mache ich mal schnell weg, damit ich sehe, was da... Ich sehe dich so schlecht wegen dem T-Pack. Ist es hier, glaube ich, oder? Nee. Hier ist irgendwo eine Lücke. Ach, hier ist die Lücke. Hä? Achso, ja, okay. Jetzt passt aber. Unsere improvisierte Kaputtklopffalle. Stell ich wieder auf Easy. Und?
Haha, kommst du nicht noch? Ach, die Musik ist aus Blitzer. Aus Diamant, Pearl und Platin. So, das können wir auch ganz leicht Seide. Aua! Seide craften. Ich meine Farmen. Machen wir es mal so, dass wir sehen, wo sie jetzt gerade sind. Nein, so nicht. So möchte ich. Ha, du kommst hier nicht rein. Jetzt wohl gerne. Und tschüss. Du kriegst auf die Fresse. Aua. Du hast mir wehgetan, du Stück Scheiße. Entschuldigung. Hier sollte man auch aufpassen, dass man keinen Damage kriegt. Ist da noch eine Spinne? Ja, da ist jetzt eine. Wow, bedrohlich. Die Spinne will uns ins Leder. Haben wir Leder? Nee. Doch, wir haben Leder. Hier. Die will uns an die Lederkappe. Ah, scheiße. Verdammte. Du verdammtes Mistviech! So, verrecke! Oh, Chuck Norris Jump, was? Wo bist du? Ah, hier bist du. Komm her! Hallo? Ah! Spinnenhinterhalt! Ganz schön fies, diese Spinne. Wow! Nein, wir sind hier zum Glück safe. Die kommen hier ja nicht durch, bis auf diese kleinen Lücken da. Deswegen sollten wir sie immer aus diesem Abstand hier angreifen. Ich glaube, dann mache ich mal im nächsten Part so ein Wolle-Dings da, das so eine Markierung, eine Wolle-Markierung. Das soll so dann markieren, von wo man sie angreifen sollte. Quasi so ein, ja. Kennst du bestimmt auch so. Oh, meine Stimme verändert sich wieder. Kennst du bestimmt auch von Weitsprung? Ich glaube, da hätte ich normales Gas hinbauen sollen. Da gibt es ja immer so Grenzen, von wann man springen soll. Und sowas möchte ich auch bauen. Okay, da muss ich normales Gas hinbauen. Das geht so nicht, dass da die Spinnen hier hochkrakeln oder kraxeln und dann hier krakeln. Wobei. Jetzt ist sie weg noch. Kommen die da durch? Kommst du da durch? Nee, ne? Bin zu blöd dafür, ja. Kinder, das ist. Jene, das Arschloch! Komm, bleib da unten! Ja, na komm schon! Kommt hoch! Jetzt dürft ihr hochgehen! Und tschüss! Und ich glaube, ich beende den Part auch langsam mal. Gut, dann werden wir im nächsten Part hier das Glas durch normales Glas ersetzen und hier das ein bisschen ausbauen, sodass es besser aussieht. Bis dann.